hat mich aus Versehen angerufen. Ich habe eine deiner Art getötet. Ich bin hier, um Vergebung zu erfahren. Die Mail ist nicht von Leila, die ist von dem CEO von Angelo Formani aus Florenz. Der Parfumhersteller. Der will, dass ich einen innovativen Wäscheduft für seine Firma herstelle. Sobald ich Valerie und ihre Ausreden höre, da könnte ich an die Decke gehen. Weil du sie liebst und dir insgeheim erhoffst, dass es zwischen euch besser funktioniert. Ich fühle mich so ohnmächtig. Sie ist doch meine kleine Schwester, aber am liebsten würde ich den Kontakt zu ihr abbrechen. Ich muss abstreifen, was mich abhält, mein bestes Ich zu leben. Was? Das mit uns. Ich kann das nicht. Ich muss meinen Weg allein gehen. By the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Was soll das heißen, du kannst das nicht? Warte mal kurz, denn ich versteh's. Ich versteh's nicht. Es lief doch gut zwischen uns. Ich war sogar bereit, mit dir nach London zu gehen. Aber das will ich nicht, Marvin. Ich muss herausfinden, wer ich bin und was ich will. Und mit mir kannst du das nicht? Dafür muss ich frei sein. Ich will mich ausprobieren, herumexperimentieren, Fehler machen. Aber das kann ich nicht, wenn du mich ständig vor allem beschützen willst und dir ständig Sorgen machst. Du beendest das also, weil ich nur das Beste für dich will? Das ergibt noch nicht mal Sinn, Charlotte. Du würdest mir Ideen ausreden, bevor ich sie überhaupt versuche. Was das? Oder an meinen Entscheidungen zweifel. Aber wenn ich weiterkommen will, dann... Dann muss ich mich Dinge trauen. Dann muss ich aufhören, mich zu verstecken. Hinter Pseudonymen wie Miss Mayfair oder hinter dir. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen. Ja. Moin, Ben. Hi. Ach, hi. Entschuldigung, die späte Störung. Alles gut. Irgendwas passiert? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen um Herrn Düder. Okay, was ist mit ihm? Er wollte irgendein Reinigungsritual im Wald machen. Ah, ja. Glaubt er immer noch, dass er von den 7 Todsünden besessen ist? Exakt, weil er aus Versehen eine Schlange überfahren hat. Mächtiges Krafttier. Natürlich, ja. Kaffee? Ja, gerne. Setz dich. Naja, er hat vor ein paar Stunden noch mal bei Charlotte angerufen, das war aber auch eher aus Versehen. Und seitdem nichts. Da war er irgendwo im Wald, ja? Genau. Und er ist nirgendwo aufgetaucht, er ist auch nicht erreichbar. Danke dir. Mhm. Ich weiß auch nicht, ich mach mir einfach ein bisschen Sorgen. Es wird heute Nacht wahrscheinlich ganz schön kalt im Wald. Er ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Lass ihn das bloß nicht hören. Naja, und außerdem ist es dunkel im Wald, überall Stolper gefahren, Wurzeln. Baumstämpfer, was ist, wenn er stürzt? Ja, es wäre nicht das erste Mal, dass Herr Lüder sich übernimmt. Ich hab mir gedacht, vielleicht könnten wir noch mal mit ein paar Jungs von der Feuerwehr losziehen, ihn suchen, oder? Ja, dafür bräuchten wir einen offiziellen Einsatz. Die Polizei sucht erst nach 24 Stunden nach vermissten Personen. Verstehe. Ja gut, ich werde dann einfach noch mal selbst losziehen. Ich danke dir trotzdem, ja? Also, ich check mir kurz die Mails im Büro und dann hab ich den ganzen Abend frei. Hast du Lust auf Kino? Es läuft eine Sondervorstellung von Commander Skybrave. Klingt gut. Okay. Was ist los? Hä? Diesen Blick, den kenne ich. Den machst du immer, wenn dein Kopf gerade ganz woanders ist. Angelo Formani. Und das vermeintliche Jobangebot aus Florenz? Aber wir waren uns doch einig, dass das eine Fake-Mail ist. Ja, aber im Internet steht, dass Phishing-Mails keine persönliche Anrede haben. Rechtschreibfehler beinhalten und Aufforderung, persönliche Daten einzugeben. Diese Mail ist persönlich an mich gerichtet. Und die klingt sehr seriös. Ja, bis du antwortest. Und dann schicken sie dir einen verseuchten Link oder
wollen deine Adresse und Kontodaten haben, Mo. Ich weiß, dass du dir Hoffnung gemacht hast. Aber dass einer der größten Parfümproduzenten Europas ausgerechnet den kleinen Wäschereibetreiber Mo Krillic und seinen Wäscheduft kennt, ist unwahrscheinlich. Es sei denn, man ist mit Angelo befreundet. Soll das heißen, Sie... Ich hab Ihnen doch gesagt, wie angetan ich von Ihrem Wäscheduft bin. Diese Note aus frischer, blumiger Heide und Honig. Ich wusste sofort, dass Angelo Ihren Duft genauso mögen wird wie ich. Dann ist die Mail also kein Fake. Ich weiß einfach nicht, wie ich mit Valerie umgehen soll. Aber sie bringt eine Chaosaktion nach der anderen. Ja, also, dass die Ben Berger Geld dafür angeboten hat, um mit dir ein Kind zu kriegen, das ist sowas von absurd, dreist, übergriffig, einfach total daneben. Ja. Zum Glück hat er es mit Humor genommen. Aber Valerie sieht ihren Fehler überhaupt nicht ein. Für sie bin ich die große, undankbare Schwester. Wie immer. Sie ist eben... rücksichtslos. Das war sie schon immer, aber... bisher ist sie damit auch immer durchgekommen. Jetzt geht's nicht nur um Valerie, jetzt... jetzt geht's auch um ihr Kind. Und das von Klaas. Ich wollte mich wirklich nicht mehr einmischen und sie lassen, aber... Aber wie du schon sagst, sie ist nun mal deine kleine Schwester. Valerie hat einfach keinen Plan. Für sich und das Kind. Geschweige denn eine Wohnung oder einen Job. Ich würde ihr so gern helfen. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich weiß, wie schwer dir das fällt, aber ich an deiner Stelle, ich würde sie einfach mal in Ruhe lassen und machen lassen. Und einfach für sie da sein. Und irgendwann wird sie kapieren, dass es so nicht weitergeht. Und dann bist du eben da. Und wenn nicht? Herr Köpke? Geht's Ihnen nicht gut? Doch, mir geht's super. Wenn Sie wollen, ich kann Sie nach Hause fahren. Also die meisten Probleme sehen am nächsten Morgen, wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat, nicht mehr ganz so schlimm aus. Ich kann nicht nach Hause. Warum nicht? Weil da mein Problem wohnt. Oh. Charlotte hat sich von mir getrennt. Aber... ich will doch nicht die ganze Nacht hier bleiben. Also, wenn Sie wollen, Sie könnten bei mir gut übernachten. Ich verstehe einfach nicht, warum sie sich getrennt hat. Darüber können Sie bei mir im Gästezimmer nachdenken. Mein Auto steht da hinten. Florenz wird Ihnen gefallen. Das glaube ich Ihnen gern. Oh, Sie werden die Piazza della Signoria lieben. Für mich einer der schönsten Plätze. Dort ist auch der Palazzo degli Uffizi, das älteste Kunstmuseum der Welt. Klingt spannend. Noch spannender ist aber der Palazzo Vecchio, der Palast der Medici. Ah, der berühmten Adelsfamilie? Meine Familie ist fast genauso alt wie die der Medici. Es gibt Hinweise darauf, dass sich unsere Familien mehr als einmal miteinander vereinten. Wollen Sie mir gerade sagen, dass Sie mit der Familie Medici verwandt sind? Aber verraten Sie es keinem. Es gibt keine offiziellen Dokumente. Es ist ein Familiengeheimnis. Wow. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie mich bei Angelo Formani empfohlen haben. Ich bitte Sie. Wissen Sie, was zu meinen größten Talenten zählt? Dass ich andere Talente erkenne. Sie sollten Ihren Instinkt für gute Düfte nicht in einer Kleinstadtwäscherei verschwenden. Aber wenigstens keine Provinzwäscherei mehr. Ich muss mein Make-up auffrischen. Bestellen Sie noch eine Runde? Ja, gerne. Das scheint ja gut zu laufen. Ja, sehr gut sogar. Und weißt du inzwischen mehr über das Jobangebot? Angelo Formani will mit seinem eigenen Wäscheduft in den Markt einsteigen. Und den sollst du kreieren. Unfassbar, oder? Können wir noch eine Runde bekommen? Ja, gerne. Ach so, ihr seid noch nicht fertig? Ja. Ah, wir wollten ins Kino. Egal, wir gehen einfach wann anders. Ja? Natürlich, es
geht um deine Karriere als Wäscheparfümeur. Hey, wer hätte jemals gedacht, dass ich so eine Chance bekomme? Habe ich alles Frau Chevalier zu verdanken? So, Herr Köpke, rein in die gute Stube, Sie kennen sich ja aus. Ja. Ob Sie noch einen Tee möchten oder was anderes? Danke. Hallo, Herr Dahlmann, Herr Blickenschild. Warum ist Marvin denn hier bei Ihnen? Er hat doch heute seinen letzten Abend mit Charlotte. Ihre Schwester hat sich von ihm getrennt. Charlotte hat mit Marvin Schluss gemacht. Ja, genaueres weiß ich nicht, aber deswegen sind Sie ja sicherlich nicht hier. Nein, wir sind auf der Suche nach Herrn Lüder. Haben Sie ihn zufällig gesehen? Nein, leider nicht. Was ist mit ihm? Er ist von seinem Selbstreinigungsritual im Wald nicht zurückgekommen. Das heißt, er ist noch draußen im Wald? Ja. Ben und ich sind gerade dabei, das nördliche Stück des Waldes zu durchkämmen. Dann komme ich mit. Ja, in dem Waldstück wurde eine Wildschweinrotte mit Frischlingen gesichtet. Wildschweine? Ja, normalerweise gehen sie uns aus dem Weg, aber wenn eine Bache mit ihren Jungen unterwegs ist, dann können sie auch aggressiv werden. Ja. Herr Dahlmann, kommen Sie, worauf warten Sie? Ja. Okay, also was willst du gucken? Drama, Action oder was Romantisches jetzt, wo du mit Mo auf Wolke 7 schwebst? Mach einfach irgendwas an. Irgendwas? Mhm. Okay, was ist los? Ich dachte, Mo und du, ihr seid so happy undercover. Sind wir auch. Aber... Eigentlich wollten wir den Abend zusammen verbringen, aber jetzt sitzt er im Carlas und flirtet mit einer Frau. Was? Also eigentlich ist es was Geschäftliches und flirten trifft's auch nicht richtig. Er ist einfach so charmant gewesen. Und jetzt bist du eifersüchtig. Ich meine, gut, Mo war sein ganzes Leben mit Frauen zusammen. Ich verstehe, dass dich das verunsichert. Nee, das ist es nicht. Ich habe keine Angst, dass er was mit dir anfängt. Sondern? Ich bin eifersüchtig auf die Situation. Er sitzt da mit der im Carlas und lacht, ist locker und unbeschwert. Und bei uns ist er immer nur darauf bedacht, dass wir uns nicht zu nahe kommen, damit niemand merkt, dass wir zusammen sind. Und du würdest dich auch gern mit ihm so locker in der Öffentlichkeit zeigen. Hm. Aber davon sind wir meilenweit entfernt. Vorhin hätte nicht viel gefehlt und wir hätten uns zum Abschied förmlich die Hände geschüttelt. Und irgendwie hatte ich gehofft, dass er sich vielleicht noch mal meldet bei mir. Ja, die Nacht ist ja noch jung. Aber hast du nicht gerade erst gesagt, du willst ihm Zeit geben? Ich weiß. Hat er dir nicht auch gerade erst gesagt, dass er dich liebt? Ja. Und steht nicht auch seine Zahnbürste so ganz kitschig neben deiner? Ja. Und begleitet er dich nicht auch zu Pascals Hochzeit als dein Partner? Ich hab's begriffen, okay? Hör auf, dir eine Platte zu machen. Aber es läuft halt nicht jeder so bedenkenlos durch die Welt wie du. Ja, schade, dann wär's nämlich ein bisschen leichter für alle. Eines Tages wirst du mit Mo knutschend im Carlas sitzen und alle werden euch so furchtbar finden, weil ihr so widerlich verliebt seid. Hoffentlich. Sicherlich. Mhm. Und jetzt sag mir bitte, was wir gucken sollen. Pretty Woman. Oh, danke. Ich verneige mich vor dir, große Schlange. Vor deiner Weisheit und deinem Großmut. Dein Licht weise mir den Weg zur Reinheit des Wissens, damit ich die Wahrheit erkenne. Herr Lüder! Große Schlange. Herr Lüder, geht's Ihnen gut? Zeige mir den Weg. Hilf mir, das freudvolle Wissen über mein Selbst zu erlangen. Hat er Schlange gesagt?
Das ist eine lange Geschichte, aber was machen wir jetzt mit ihm? Also ich habe mal gelernt, schlafwandelnde Menschen sollte man nicht aufwecken, habe ich mal gehört. Herr Lüder, schlafwandelt doch nicht. Sie stören. Herr Lüder, was machen Sie hier überhaupt? Ich meine, Sie sitzen mitten im Wildschweingebiet. Hier sind keine Wildschweine. Hier bin nur ich und die Schlange. Jedenfalls, bis Sie hier aufgetaucht sind. Jetzt ist sie weg. Also konnten Sie sich noch entschuldigen? Dank Ihnen hat sie mir die entscheidende Frage nicht beantwortet. Noch auf mein letztes Lüneburger Frühstück, bevor es ab jetzt dann wieder nur noch Scones und Tee gibt. Ich habe keinen Hunger, danke. Danke, dass du Herrn Lüder gefunden hast. Tja, der war nicht wirklich begeistert von unserer Rettungsaktion. Ich habe Marvin gestern noch kurz getroffen. Mhm. Du hast Schluss gemacht? Hm? Ach, Lotte. Es tut mir einfach so leid. Aber ich dachte, Marvin wollte mit nach London gehen. Wollte er ja auch. Und ihr wart doch eigentlich auch glücklich gerade. Ja, aber es war von Anfang an klar, dass wir nur so lange zusammen sind, bis ich wieder nach London gehe. Und jetzt möchte Marvin mehr, du aber nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gerne mit Marvin zusammen bin. Das bin ich. Sehr sogar. Aber ich... Ich war immer nur die kleine, liebe, behütete Charlotte. Ich habe immer nur auf andere gehört, anstatt auf mich selbst. Das stimmt. Aber das ist jetzt vorbei. Ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich möchte mir beweisen, dass ich es schaffen kann. Ich, alleine. Es tut mir so leid, dass ich Marvin dafür wehtun muss. Und das wollte ich nicht. Aber wenn ich jetzt nicht mein eigenes Ding durchziehe, dann... Machst du es wahrscheinlich nie. Ja. Weißt du, wo er ist? Er ist die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen und meine Anrufe ignoriert er. Ich habe irgendwie Angst, dass er was Dummes tut. Er hat auf dem Gut übernachtet. Okay. Was jetzt? Wo willst du hin? Zu Marvin. Ich weiß, dass ich ihn verletzt habe, aber ich... Ich will nicht, dass wir so auseinandergehen. Hallo. Soll das gereinigt werden? Ja, bitte. Gut, ist dann nächste Woche fertig. Okay. Ich will mich hier wirklich nicht einmischen, aber Franka ist meine Freundin und sie leidet wirklich sehr unter der Situation zwischen ihnen beiden. Und? Und sie will nur das Beste für sie und ihr Baby. Dann soll sie bitte akzeptieren, dass ich erwachsen bin. Das weiß sie. Und trotzdem tut sie so, als würde ich es nicht schaffen und würde mit dem Kind irgendwann auf der Straße landen. Sie macht sich einfach Sorgen. Das muss sie nicht. Ich habe ihr das 100-mal gesagt. Ich bin mit dem Eltern- und Kindergeld abgedeckt. Davon wollen Sie leben? Ja, dafür ist es doch da, damit man sich um sein Kind kümmert. Elterngeld gibt's nur für ein Jahr und Sie haben vorher nicht gearbeitet, oder? Nein. Dann steht Ihnen nur der Mindestsatz zu. Das sind gerade mal ein paar hundert Euro. Also davon zu leben, das ist nahezu unmöglich. Das Elterngeld wird nach dem Vorjahreseinkommen berechnet. Wussten Sie das nicht? Doch, natürlich wusste ich das. Und wenn Sie sich das nächste Mal nicht einmischen wollen, dann machen Sie es doch bitte auch nicht.
Hallo, mein Hannes. Gerda, du bist genauso schön wie damals. Wie soll ich mich auch groß verändert haben? Mein Leben hat so früh geendet. Über 40 Jahre ist das jetzt her. Und ich vermisse dich auch. Ich wäre so gern mit dir alt geworden. Was machst du hier? Das ist mein Zuhause. Ich lebe hier. Deswegen muss es kein Zuhause sein. Und das ist es auch nicht. Erinnere dich. Wir hatten ein Zuhause. Einen Ort, an dem wir uns wohlgefühlt haben. Du fühlst dich hier nicht wohl. Nicht mehr. Geh doch einfach weg von hier, mein Hannes. Ich habe auch kaum geschlafen, aber dafür habe ich eine Aushilfe gefunden für den Foodtruck. Ah ja? Von wem? Von der Gärtnerei, die Melanie. Sag mal, hast du sie noch alle? Oh, hi. Das heißt eigentlich, guten Morgen. Du kannst mir doch nicht einfach meine Aushilfe klauen. Moment mal. Die Aushilfe für den Foodtruck, ist die Gärtnerei Aushilfe? Ja. Nein. Also was jetzt? Ja oder nein? Nein. Na, jedenfalls lasse ich Melanie nicht einfach so gehen. Das entscheidet Melanie und nicht du. Hey. Hi. Hi. Können wir reden? Keine Zeit. Bitte. Wir können doch gerne später. Außerdem wurde alles gesagt. Mein Flieger geht in ein paar Stunden. Lass mich dir das bitte in Ruhe erklären. Ich weiß Bescheid, Charlotte. Ich halte dich nur auf. Nein, so ist das überhaupt nicht gemeint. Den Dienstplan sprechen wir dann später weiter. Aber gute Laune. Hat das etwas mit einem gewissen Hotelleiter zu tun? Nein, also auch. Kennst du Angelo Formani? Ist das nicht irgendein Parfumhersteller? Und der... Und schon bin ich abgeschrieben. Nein, tut mir leid, ich will... Alles gut, erzähl's mir einfach später. Ich bin nebenan. Wow, der Abend gestern. Also, es ist unglaublich, wen Fabienne alles kennt. Wusstest du, dass sie angeblich sogar mit der berühmten Familie Medici verwandt ist? Also, zumindest, wenn sie das glauben. Also seid ihr schon beim Du? Das hat sich einfach so ergeben. Mit ihr ist alles so einfach und unkompliziert. Schön. Das Beste kommt noch. Sie hat mich zu sich nach Paris eingeladen. Ihre Familie hat ja mehrere Wohnungen, in bester Lage natürlich. Und ich dachte, wir können da vielleicht ein paar Tage zusammen Urlaub machen. Wir beide. In der Stadt der Liebe. Dann hast du ihr von uns erzählt? Also, sie weiß zumindest, dass wir befreundet sind. Befreundet? Soll ich als dein Kumpel mitreisen? Ja, blöde Idee. Ich dachte nur, als sie mich eingeladen hat, dass... Ja, vergiss es. Mo, Paris ist eine der offensten Städte der Welt. Da interessiert es niemanden, ob wir Händchen halten durch die Straßen laufen. Und in Berlin ja auch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Und ich weiß auch nicht, ob Paris oder Berlin was daran ändert. Was heißt das? Du warst doch derjenige, der ausprobieren wollte, wie es sich in Berlin anfühlt, frei zu sein. Das habe ich doch nie so gesagt. Und ich weiß auch nicht, ob ich da wirklich freier sein kann. Es tut mir leid. Alles Gute. Wirklich? Ich habe dir versprochen, dass ich dir die Zeit gebe, die du brauchst. Und ich weiß, dass das... für dich ein großer Schritt ist. Dann haben Sie also mit Ihrer verstorbenen Frau gesprochen. Gerda saß vor mir. Plötzlich. Ach, und ich dachte immer, ich wäre die Einzige, die mit Ihren toten Männern spricht. Haben Ihre Männer Ihnen auch den Weg gewiesen? Naja, also... Frau Jansen. Hallo. Grüß Gott.
Herr Lüder, konnten Sie noch mal mit der Schlange sprechen? Was fällt Ihnen ein, so von seiner verstorbenen Frau zu sprechen? Er spricht nicht von Gerda. Gerda? Meine Frau. Ja, sie ist mir in der Laube erschienen und hat gesagt, dass ich nicht glücklich bin. Sind Sie nicht? Nein. Ich möchte einfach nicht weitersehen, so einer zugigen Laube hausen und auf alles verzichten müssen. Herr Lüder, dann lassen Sie es doch einfach sein. Das hat Gerda auch gesagt. Ich dachte, diese Laube gehört zu Ihrer Lebensphilosophie. Verzicht auf Luxus, Güter und Konsum. Ja, Lebensphilosophien können sich auch ändern. Ja. Eben. Irgendwann muss man sich um sich selbst kümmern. Allerdings braucht man dafür eine gewisse Reife des Alters, nicht wahr? Ja, ist komisch. In etwa das hat Lotte auch gerade gesagt. Ja. Ja. Charlotte ist auf dem Weg nach London. Ja, ganz allein, ohne Marvin. Ach. Ja, sie will alles hinter sich lassen und einen Neuanfang wagen. Das ist es. Haben Sie noch einen Wunsch? Wir müssen die alte Haut ablegen. Wie die Schlangen. Deshalb Lottes Traum. Du, ich muss los. Meine Pause ist vorbei. Meine Mutter. Hey, Anne. Ja, danke, alles klar. Ja, Leila ist gut angekommen in der Reha. Ich bin ganz zuversichtlich. Anne, es gibt Neuigkeiten. Könnte sein, dass dein Sohn bald beruflich nach Florenz muss. Ja, Florenz, ich habe da eine ganz tolle Frau kennengelernt, Fabienne. Und sie hat sich in meinen Wäscheduft verliebt. In meinen Wäscheduft, nicht in mich. Ich erzähle dir das später in Ruhe. Ja, ich habe gerade noch Besuch. Nicht Fabienne, ein Freund. Ja, bis später. Tschüss. Wenn Neugier einen Namen hätte, dann hieße sie Jada Kulich. Wollen wir später noch boxen gehen? Mhm. Gerne. Hey! Wow, wunderschönes Kostüm. Danke. Deinem Kennerblick entgeht auch nichts. Gibt's schon Neuigkeiten von Angelo? Nein, aber der meldet sich schon noch. Du, ich wollte gerade meinen Flug nach Paris buchen und da dachte ich, warum kommst du nicht einfach mit? Du wolltest mich doch sowieso besuchen kommen. Ich bitte? Naja, wir könnten alles Weitere wegen Angelo besprechen. Und ich kann dir mein Lieblingscafé an der Seine zeigen, von dem ich dir gestern erzählt habe. Also, was sagst du? Ich müsste eigentlich nur ein paar Sachen klären. Ja, warum eigentlich nicht? Weil wir dann in Berlin sind. Ah ja, stimmt. Tut mir leid, aber ich muss... Paris läuft uns nicht weg. Lüneburg schon. Ich bin nur noch heute hier und du hast mir noch eine Stadtführung versprochen. Also, Zeit? Ja, also Frau Krause müsste eigentlich jeden Moment kommen. Könntest du hier kurz auf sie warten? Ja, klar. Danke dir. Ich hol dich zum Boxen ab, ja? Ja. Oh. Deswegen hat sie dich verlassen. Ja. Und jetzt will sie ihr Gewissen erleichtern. Oder sich einfach nur noch mal mit ihr aussprechen. Sie sah ihm ziemlich verletzt aus. Ich bin doch derjenige, der abserviert wurde. Was hat sie denn erwartet, nachdem sie mir sagt, dass sie alleine nach London geht, um sich selbst zu finden? Ich weiß, dass unsere Beziehung eher auf einer Freundschaft beruhen sollte, aber es hat sich da was entwickelt. Und sie kann mir nicht vorhalten, dass ich nicht hinter ihr stehe. Ich habe sie in jederlei Hinsicht unterstützt. Ich habe mich sogar als Miss Mayfair verkleidet, damit sie unter Vertrag kommt bei Gigi Du. Und jetzt beendet sie das einfach, oder was? Oh, da kann die Zucchini aber auch nichts für. Weißt du, was das Absurde an der Sache ist? Mm-mm. Als sie das erste Mal nach London gehen wollte, hat sie gefragt, ob ich mitkommen will. Das ging nicht, weil ich nicht wusste, was ich beruflich machen will. Jetzt weiß ich es, ich bin bereit, aber sie ist es nicht. Ich weiß, wie mies es ist, wenn man das Gefühl hat, mehr zu geben als der andere. Tina und ich, wir waren lange Zeit sehr glücklich. Aber dann hat sich etwas verändert. Sie wollte einen Neuanfang und ich nicht. Ich habe versucht, ihr entgegenzukommen, aber das hat nicht gereicht. Die Trennung ist hart und, naja, ist immer noch manchmal ziemlich schmerzhaft. Aber ich habe auch erkannt, dass es eine Chance sein kann.
Welche? Mein eigenes Ding durchzuziehen. Ich hatte eine komplett andere Vorstellung vom Leben als Tina. Sie wollte Andalusien, nicht Lüneburg. Und wir wären beide langfristig unglücklich geworden, wenn wir uns verbogen hätten für den anderen. London, das ist Charlottes Ding und nicht deins, oder? Ja. Ja. Du wärst da wahrscheinlich nie glücklich geworden. Du willst einen Job. Du hast doch gesagt, ich kann im Housekeeping anfangen. Ja, und dann bist du in die Karibik abgehauen. Ja, jetzt bin ich ja wieder da. Und jetzt kommst du plötzlich auf die Idee, doch arbeiten zu wollen. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Mallory? Mallory, was willst du wirklich? Weißt du, wie niedrig der Mindestsatz vom Elterngeld ist? Das sind gerade mal 300 Euro. Okay. Wenn ich aber vorher ein Einkommen hätte, dann wäre es deutlich höher. Ah. Also kann ich hier arbeiten oder nicht? Ich find's gut, dass du über deine Zukunft nachdenkst. Und ja, die Stelle im Housekeeping ist noch frei. Und was verdient man da? Du hast keine abgeschlossene Berufsausbildung. Und? Das Dreikönige zahlt zwar mehr als den Mindestlohn, aber... Ach komm, du bist doch hier der Chef, dann kannst du doch bestimmt was machen. Ich bin der Geschäftsführer. Ja, dann eben das. Es muss ja auch nur auf dem Papier eine höhere Zahl stehen. Das Elterngeld, das wird anhand des letzten Einkommens bemessen. Ich werde nicht für dich betrügen, Valerie. War ja auch nur ein Witz. Ach komm, du kennst mich, Julchen. Ja, eben. Hast du immer noch schlechte Laune, weil Mo sich gestern nicht mehr bei dir gemeldet hat? Das hat nichts mit Mo zu tun. Ich werde keine Papiere für dich fälschen. Also, willst du den Job im Housekeeping mit dem Gehalt, das dir zusteht? Aufstiegschancen gibt's aber schon, oder? Okay, ich lass den Vertrag fertig machen. Danke. Bitte. Ich hatte so gehofft, dass ich's Marvin noch mal in Ruhe erklären kann, aber er konnte mich kaum ansehen. Ja, manchmal muss man etwas hinter sich lassen und einen neuen Weg gehen. Nur will Marvin das nicht hören. Vielleicht beruhigt er sich ja wieder. Ich finde es gut, dass Sie Ihrem Herzen folgen. Genau das werde ich auch tun. Ah, er hat mit seiner verstorbenen Frau gesprochen. Ich dachte mit einer Schlange. Mit beiden. Aha. Ich werde aus meiner Laube ausziehen. Ein Neuanfang, wie bei Ihnen. Und deshalb die Schlange mit uns beiden Kontakt aufgenommen. Ja, damit ihr euch häuten könnt. Ih, nein. Ja, ist doch so. Stopp, nein. Ja, wir legen die alte Haut ab und eine neue an. Also mein Zimmer wird ja jetzt frei. Da könnten Sie einziehen, falls Ihnen das genug neue Haut ist. Hier habe ich doch schon mal gewohnt. Das wäre ein Weg zurück. Ich brauche einen neuen Ort. Hm. Aber Sie wollen Lüneburg doch nicht komplett verlassen, oder? Das weiß ich noch nicht. Also nach London können Sie nicht mitkommen. Ich dachte, wir fangen da zusammen neu an. Herr Lüder, ich... Wenn ich Lüneburg verlasse, da wird mich das Schicksal schon weisen. Am besten in die Sonne, aber wir werden sehen. Es gab leider keine Marshmallows mehr. Das Angebot an Herrn Berger war vielleicht ein kleines bisschen daneben? Unrealistisch? Naja, immerhin eine Einsicht. Und ich hatte noch eine. Klaas liebt eine andere Frau. Auch wenn er der Vater meines Kindes ist. Und
Das muss ich respektieren. Was ist passiert? Nichts. Ich habe einfach nur über mein Leben nachgedacht. Und deswegen habe ich auch einen Job im Dreikönige angenommen. Was? Du hast jetzt einen Job? Ja, im Housekeeping. Ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe, aber... Wow, wo ist die versteckte Kamera? So hat Julius auch geguckt, als ich ihn gefragt habe. Naja, du hast da nie wirklich gearbeitet. Stimmt, aber jetzt kriege ich ein Kind und da kann ich nicht mehr nur an mich denken. Das finde ich richtig, richtig toll, Valerie. Echt. Weißt du, es ist nicht immer einfach zwischen uns, aber ich will nur, dass es dir gut geht. Das hat Jördis auch gesagt. Jördis? Hm, wir haben geredet. Worüber? Die Zukunft. Und dabei ist mir einiges klar geworden. Und jetzt hast du einen Job. Okay, auf die Idee bin ich selber gekommen, aber sie hatte vielleicht ein bisschen Anteil dran. Ich bin echt richtig stolz auf dich, Valerie. Danke. Und weißt du, ich habe hinten immer Marshmallows. Falls meine Geschwister ein Original Marshmallow-Böttcher-Kakao wollen. Jetzt weiß ich endlich, was alle mit Kleinstadt-Charme meinen. Ich bin echt überrascht, wie schön die Altstadt ist. Ich hab dir doch gesagt, Lüneburg hat viel zu bieten. Ich hab Angelo unser Selfie vom Wasserturm geschickt. Er kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen. Und seine Assistentin plant schon ein Treffen und meldet sich bei dir. Echt? Wow. Amelie! Kann ich helfen? Wir hätten gerne zwei alkoholfreie Cocktails. Ich gebe dem Service Bescheid. Ach, schon so spät. Was ist? Ich wollte Julius eigentlich vor einer Stunde zum Boxtraining abholen. Wir haben die Zeit vergessen. So ist das, wenn man Spaß hat. Das wird er schon verstehen. Ist der Böttcher eigentlich im Büro? Er ist schon gegangen und war sehr schlecht gelaunt. Ich muss leider los. Sehen wir uns heute Abend im Carlas? Immerhin müssen wir noch mal richtig auf die Zusammenarbeit mit Angelo anstoßen. Ich stoße erst an, wenn der Vertrag unterschrieben ist. Okay. Bis später. Es tut mir leid. Ich hätte nicht so abweisend sein dürfen. Okay. Ich verstehe. Was denn? Es ist das Richtige für uns beide. Also in meinem Kopf verstehe ich das, aber in meinem Herzen sieht es anders aus. So leid, ich... Wir haben einfach ein mieses Timing. Ich wollte dir nie wehtun. Ich weiß. Wirklich? Das weiß ich. Es tut trotzdem weh. Mir auch. Ich bedauere so sehr, dass Carla nicht mehr Chefköchin ist. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Obwohl, Frau Bartoldi macht ihre Sache ausgezeichnet. Das freut mich zu hören, na ja. Frau Janssen. Trotzdem, sie kann Carla nicht das Wasser reichen. Herr Lüder, hallo. Sie kommen mit einem Heizlüfter mit. Ist das jetzt der letzte Schrei an Luxus? Das ist ein hochmodernes Teil. So, und ich gönne mir jetzt
ein köstliches Mittagessen. Herr Lüder, ich wollte mich noch einmal bei Ihnen entschuldigen. Naja, dafür, dass wir Sie bei Ihrem Ritual gestört haben. Das ist schon gut, ich habe meine Antworten bekommen. So? Ja, meine Frau hat mir geholfen. Ihre Frau? Ja. Sagen Sie, geht Ihnen das nicht auch so? Mit den Verstorbenen, die einem so nahe waren, zu denen sucht man doch das Gespräch. Ja. Ja, meine Frau, Gerda, die sagt, das Leben muss leicht sein. Und mit einem Heizlüfter ist es nun mal leichter, als jeden Tag Holz hacken zu müssen. Es freut mich, dass Sie Ihren Weg gefunden haben. Ja, noch nicht ganz, aber er wird sich mir zeigen. Na ja. Herzliche Grüße von Merle. Oh, wie geht es hier? Viele, viele Grüße zurück. Costa Rica muss ja wunderbar sein, jetzt um diese Jahreszeit. Der Hibiskus blüht überall und nicht nur an der Küste. Ach, Costa Rica, ja, das ist es doch. Hasta pronto, Costa Rica. Ich kann gar nicht glauben, dass wir das wirklich machen. Doch. Ich habe so lange vom Okavango-Delta geträumt und immer kam was dazwischen. Die Kinder, die Wäscherei. Jetzt passt alles. Das genau. Hallo. Hallo. Wie wird für Sie? Oh, danke. Gerne. Tschüss. 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 Aha. Das wird also für dich. Ach so, ja. Habe ich denn nicht von meinem anderen Verehrer erzählt? Nein, die sind von Franka. Als Dankeschön dafür, dass ich mit Valerie geredet habe. Du hast mit Valerie geredet? Ja, es war irgendwie schwierig zwischen den beiden. Klar, nach dem unmoralischen Angebot an Ben. Ja, und da habe ich versucht zu vermitteln. Offensichtlich erfolgreich. Tja, ich hätte auch nicht gedacht, dass Valerie ausgerechnet auf mich hört. Ich auch nicht. Ich hoffe nur, dass es nicht wieder eins ihrer Spielchen. Du, wer weiß, vielleicht hat sie kapiert, dass es so nicht weitergeht. Zumindest klingt das laut Franka so. Es ist nicht einfach. Aber wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Hey. Es tut mir so leid. Ich habe Fabienne noch den Wasserturm gezeigt. Und danach wollte sie unbedingt... Ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Ja. Dafür warst du auch zu sehr mit ihr beschäftigt. Ich habe nach der Wäscherei meine Boxsachen geholt. Da bist du gerade mit ihr über den Salzmarkt gegangen. Schwer ins Gespräch vertieft. Wieso hast du nichts gesagt? Ich wollte nicht stören. Julius, du störst nie. Alles okay? Bist du so? Hast du deine Boxsachen dabei? Gut, dann lass uns boxen. Ja, vielleicht lasse ich dich heute mal ausnahmsweise als Entschuldigung gewinnen. Geh schon mal los. Dann wollen Sie mich also tatsächlich nach Costa Rica begleiten? Das Schicksal will es. Sie wollen nach Costa Rica? Ja, da war ich noch nicht. Dann sage ich Merle Bescheid, dass wir einen Gast auf unbestimmte Zeit haben. Der Gentry kommt gleich. Okay. Ich dachte, Sie wollten schon längst auf dem Weg in das verregnete London sein. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns noch mal richtig verabschieden können, Herr Lüder. Ja, es war doch eine richtige Verabschiedung nicht, ne? Oder doch? Wehe. Also nein, das ist jetzt keine Verabschiedung. Nein. Ich erobere nur ganz kurz die Londoner Modeszene und dann habe ich wieder Zeit fürs normale Leben. Das ist sehr gut und richtig. Was ist das? Für London. Ein Heizlüfter. Na gut. Oh Mann. Er wird mir fehlen. Ja. Genau wie du. Ich bin stolz auf dich. Ja, wer hätte gedacht, dass ich diejenige mit einem Plan bin? Aber der Unterschied ist, ich will gar keinen Plan. Brauchst du auch nicht. Simon, egal wo ich bin auf der Welt, ein Anruf und ich komme sofort zu dir. Ist das klar? Das gilt umgekehrt genauso. Danke. Dankeschön. Danke. Okay. Ich glaube, mein Zug. Ja. Ah.
Du hattest gehofft, dass Marvin sich noch mal richtig verabschiedet, oder? Ja. Ist okay. Komm. Charlotte. Alles Gute. Wünsche ich dir auch. Na dann, bis bald. Ja, danke. Bis bald. Gerne. Wiedersehen. Tschüss. Hallo. Hallo. Ich hoffe, Sie haben keine Nussallergie. Nein. Meine Lieblingspralinen. Als Dankeschön. Ich hatte nämlich ehrlich gesagt keine Ahnung vom Elterngeld. Und jetzt habe ich mir einen Job gesucht und ich habe mich mit Franka versöhnt. Dank Ihnen. Das freut mich für Sie. Vor allem, dass Sie sich mit Franka ausgesprochen haben. Ja, mich auch. Und ich habe noch was verstanden. Wie wichtig Ihnen Ihre Liebsten sind. Franka und Klaas. Ich habe sie als Bedrohung gesehen für mein Baby. Aber ich habe jetzt verstanden, dass sie sich nicht zwischen Klaas und das Kind drängeln möchten. Nein, natürlich nicht. Und ich möchte mich nicht zwischen Klaas und sie drängeln. Ganz im Gegenteil. Ich möchte, dass wir Freundinnen werden. Ich habe das vorhin eigentlich nur so dahingesagt, dass ich dich gewinnen lasse. Aber ich hatte ja heute echt keine Chance gegen dich. Hat sich einiges angestaut. Und? Geht's dir besser? Also, eigentlich... Ach, schade. Eigentlich wollten Fabienne und ich noch einen Drink im Kailas nehmen. Aber sie hat Migräne. Dafür habe ich jetzt den Abend Zeit für dich. Können wir unser Kinodate nachholen, oder? Nein. Dann lieber gemütlich einen Film bei dir zu Hause? Wir müssen auch noch die Bahntickets bestellen, ne? Was ist denn los? Ist doch keiner hier. Ja, das ist das Einzige, worüber du dir Gedanken machst, ne? Es geht immer nur um dich. Ich habe nicht Nein zum Kino gesagt, sondern zu dir, Mo. Ich möchte den Abend nicht mit dir verbringen. Was? Und vielleicht ist es auch besser, wenn ich allein zu Pascal nach Berlin fahre. Du hast damals dafür gesorgt, dass ich von der Kunsthochschule geflogen bin. Ich habe gerade wirklich andere Probleme. Das nennt man dann wohl ausgleichende Gerechtigkeit. Du hast keine Ahnung, wie es mir geht, Amelie. Tut mir übrigens wirklich leid für dich. Das mit Charlotte, das... Simon, tust du mir einen Gefallen? Klar. Hör bitte auf, mich ständig an sie zu erinnern. Ich würde gern so ein paar Sachen besprechen, wo ich entbinde, wann wir uns um Kita-Platz kümmern müssen, solche Sachen. Und ich fände es super, wenn Jördes dabei wäre. Sie wollen mir gerade einen Arbeitsplatz anbieten. Ich wusste, wir verstehen uns. Vielen Dank fürs Angebot. Ich würde Sie doch nicht ansprechen, wenn ich nicht wirklich ein Problem hätte. Kannst du denn ausschließen, dass du dich nicht irgendwann wieder in eine Frau verlieben wirst? Ich liebe Julius. Das ist keine Antwort auf meine Frage.